Ist es nicht schön, aus der Stadt raus ins Freie zu kommen? Hier ist es mir zu leer. Nichts zu hören außer den Vögeln und dem Wind in den Gräsern. Keine Angst, Erke. Bald sind wir wieder daheim, beim guten alten Gestank der Gerberei. Erke, Stohe, bereit zum Angriff? Ich habe Vorbehalte. Das Spatzenherz hat Vorbehalte. Obwohl Mercia und Westsexe auf dem Krieg liegen, sind sie Christen. Wenn ich mit ihnen rede, könnten wir ein Blutvergießen vermeiden. Es geht um mehr als diese Lebensdrohe. Du würdest sie vor unserem Vorhaben warnen. Ich verstehe. Ich habe meine Hilfe versprochen und ich halte mein Wort. Es wurde genug geredet. Lasst uns handeln. Vorwärts! Stürmt das Sachsenlager! Ich muss mich in Acht nehmen. Das Lager gehört uns. War doch nicht so schwer, oder Stowe? Jeder Tote ist ein Toter. Großartig. Jetzt muss ich noch Volkes Vorräte vernichten. So viele Tote. Erke, haben wir das Richtige getan? Zu Hause können wir dem Gesetz folgen. Hier draußen haben wir nur unser Schwert. Hier!
Ich sollte mich vermummen. Alles bereit? Für eine Stadt der Bauern und Hirten gibt es hier ziemlich viele Schwerter. Einer von ihnen sieht aus wie ein Tarn, hat ein paar üble Kerle dabei. Er ist ins Langhaus gegangen. Wenn wir aufpassen, wird der Tarn es vielleicht nicht bemerken, wenn wir die Silos anzünden. Soll das ein Scherz sein? Sollen die kommen? Ich habe ewig keinen fähigen Sachsenkrieger mehr getroffen. Scheiße! So laut wie du bist. So laut wie du bist, werden wir ohnehin entdeckt. Wir wurden entdeckt. Ohne dein Dank. Sieh mal nach, Sylvain. Kornfeld, nur über meine Leiche. Soma, was geht hier vor sich? Banditen machen sich die undurchsichtige Lage in Sud-Sexe zunutze und bereichern sich. Odin wacht über uns. Brennen wir hier alles nieder. Fulke wird keine Waffen mehr von hier geliefert bekommen. Wir könnten uns auf sie stürzen, wenn sie abgelenkt sind. Sicherer wären Feuerpfeile. Wir legen Feuer aus der Ferne. Sie werden sich zerstreuen wie Katzen. Eine gute Entscheidung. Einverstanden. Bogenschützen! In Stellung! Bereithalten, Eivor! Wenn sie uns sehen, greifen sie an! Wir müssen die Männer schützen! Ja!
Angriff ist die beste Verteidigung. Los, schlagen wir zu! Bewegung, Männer! Stürmt die Stadt! Einfach rum! Das hast du gemacht. Streite für Gott! Rückles Horde. Ein waldsächsischer Schwerter wartet hinter diesen Mauern aus Stein. Ich sollte Basim aufsuchen. Er muss in der Nähe sein. Was hast du herausgefunden? Rückles Horde ist voller Wachen und Nachschub kommt über den Fluss. Zwei von Fulkes besten Leuten überwachen alles. Wir sollten diese Anführer töten und ihre Schiffe verbrennen. Geschlagen und verängstigt werden sie Fulke in Portcaster kaum helfen können. Menschen sorgen sich in ihrer Angst nur um sich. Guter Plan. Ja. Die werden sofort angreifen. Hey! Mann, zurück! Mach deinen letzten Acht! Vorteil.
Sachsen werden nicht mehr segeln. Wohl wahr. Gemeinsam!